Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Ja, die vergessene Küste ist momentan so ein bisschen unsere Heimat. Wir brauchen noch einen Elementarkern und noch mal ein paar weitere Riesen. Mittlerweile haben wir sogar fünfmal Elementarwasser. Und das Ding lässt nicht locker. Anscheinend macht mein Pet nicht ansatzweise genug Schaden. Ja, jetzt am Ende. Trotzdem kriege ich noch den letzten Frostblitz ab. Sausack. So ist das aber nicht gedacht gewesen. Oh, schöner Crit. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll wäre, besser Treffsicherheit zu spielen. Aber ich bin halt eher der Beastmaster. War ich immer als Hunter. Immer. Seitdem ich einen Hunter das erste Mal gespielt habe. Oh, da hat er mein Pet weg. Weggesnackt. Es hält halt echt nicht besonders viel aus. Essen wir mal eben nochmal zu Ende. Ach nee, das Essen ist auch weggegangen. Wow. Also selbst wenn man ihn füttert, dann verschwindet dieser Essensbuff. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Zumindest kriegen wir hier gut Erfahrungspunkte. Oh ey, die Dinger, die droppen einfach so erbärmlich. Hier, guck mal, das ist auch ein anderer. Das sind die geschrumpften Tiefenschreiter. Den wir da hinten hatten. Das war ein anderer. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich will auch nach Xramas gehen. Ich krieg die ganze Zeit hier nochmal diesen komischen Hering hier. Tüpfelgelbschwanz. Komm schon. Sei du der Letzte, der mir einen Wasserelementarkern droppt. Ich meine, die haben eine Dropchance von fast 50%. Ich vermisse ja dieses Item, was mir die Dropchance angezeigt hat. Dieses Add-on, meine ich. Und zwar hat es das immer individuell berechnet. Das heißt, es war nicht irgendwie so eine Software, die sich die Daten irgendwie aus dem Internet geholt hat. Sondern das war tatsächlich ein Addon, das hat jedes Mal entsprechend deinem Loot dann für dich persönlich und natürlich auch auf die Anzahl an Mobs, die du getötet hast, die Drop-Chance berechnet. Das hat mir eigentlich immer relativ gut gefallen.
Ja, Uferschreiter war das, genau. Unterschiedliche. Wellenschreiter, Uferschreiter und den, den ich gerade hatte, das war noch ein anderer. Mal wieder in meine Corona-Warn-App geguckt. Ergebnis liegt noch nicht vor. Bitte gedulden Sie sich. Die Auswertung kann einige Tage dauern. Nice. Nee, das ist nicht der gleiche von letztens. Ich bin froh, dass er mich nicht erledigt. Oh, oder habe ich was Falsches gesagt? Nee, hier. Der will dann die. An die Fischwärme. Okay. Noch nicht. Ich heile ihn. Droppt, aber auch einfach scheiße. Kann man nicht anders sagen. Gut, machen wir jetzt erstmal den letzten Riesen. Ich weiß genau, ich werde diese Quests noch vermissen, weil hier ist man einfach sicher auf der sicheren Seite. Ich weiß genau, was hier diese Quest von mir will. Die Mobs sind ganz klar hier aufgezeigt. Gut, die Dropchance ist schlecht, aber die Mobs sind jetzt auch nicht übermäßig stark. Ich kann hier gut grinden. Die Elementare können theoretisch Elementarwasser droppen. Ein Item, das relativ viel wert ist für meine jetzigen Verhältnisse. Ja, wenn man sich überlegt, dass ich nur 36 Gold habe, ist die Möglichkeit, aus dem Elementarwasser hier wirklich Gewinn zu ziehen, eine schöne Geschichte. Hm. 2 Gold 38. Es hätte auch mehr wert sein können. Oh Gott, hier sind keine Wasserelementare. Ich bin hier schon am Ende. Das ist kein Caster. Das ist ein Meeresschauer. Der macht nur... Nein, nee, der macht auch einen Range-Angriff. Ich hab nichts gemacht. Was weiß ich denn? Ja, heute habe ich mich auch endlich mal um meine ganzen Weihnachtsgeschenke gekümmert. Es sei denn, ich muss Weihnachten alleine zu Hause verbringen. Weil ich in Isolation muss wegen Corona. Aber da gehen wir mal nicht von aus. Ah, hier auch schon gut Munition hier verbraten. Also meine Munition war voll, als ich hier an diese Küste gekommen bin. Jetzt sind wir ja jetzt schon einige Parts hier und ich habe hier tatsächlich schon 1350 Schuss verbraten, ungefähr. Jawoll, da haben wir ihn ja. Zum Abschluss sogar nochmal ein schönes weiteres Elementarwasser bekommen und das Zeug ist gerade nicht viel wert. 1 Gold 70, boah, Dreckspreis. Gedammt wurde das hier. Ich war übrigens doch noch nicht am Ende angelangt. Hier gibt es immer noch Elementare. Dann erledige ich die auch noch.
hab's jetzt ja nicht eilig. Drei Silber. So, mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt bekomme. Und ich werde, ich kann sofort wieder neue Quests annehmen. Also eigentlich ist das hier eine schöne Möglichkeit, um ein paar Levels zu machen. Interessant. 550 Erfahrungspunkte. Okay, Leute. Erfahrungstechnisch lohnt sich das überhaupt nicht. Schön, dass ich helfen konnte. Also null. 550 EP, das ist wirklich gar nichts. Das heißt, ich werde sie auch nicht mehr machen. Aber man kann hier halt bei diesem Steam-Weedle-Kartell ruffahren durch diese Quests. Looking for member Solgurup Semi Guild Run Soft Reset. Bounds can't be reserved. Need all. Ah, ich wäre sofort dabei. Auf Solgurup hätte ich viel mehr Bock. Als auf Naxxramas sogar. Na, ist ja gelogen. Das kann man auch so nicht sagen. So, die Yetis müssten jetzt hier eigentlich irgendwo rechts sein. Oh, Level 49. Also ich habe in Erinnerung, dass die Yetis da irgendwo waren. Aber da würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Vielleicht habe ich recht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nur, dass hier auf jeden Fall ziemlich viele hochstufige Wildtiere sind. Tierheilen eine Chance von 15%, allen Fluchkrankheiten und magische Effekte von einem Team zu empfehlen. 15% ist halt echt nicht viel, ne? Na gut. Ja, liebe Leute, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Also übermorgen. Und ja, bis dahin, macht's wie immer gut. Ciao, Kakao.